kleinen Gesprächsteil, mit unserem kleinen Gespräch über Zukunft, über Kunst beginnen. Lustigerweise sitzen Sie ja gerade auf der Datenbank der Theorie, Teil des Übungsraums für Kritik von Friedrich von Borries. Da steht jetzt drauf, lesen Sie einen Text auf der harten Bank der Theorie, Adorno, Enzensberger, jetzt in dem Fall müssen Sie vorliegen nehmen mit Karin Sander und Harald Welzer. Wir werden versuchen, das theoretische Niveau auf eine Höhe zu heben, dass es möglichst unverständlich ist, weil das gehört ja dazu, dass man sozusagen Impression Management macht. Je schwieriger man spricht und je nebulöser es zu verstehen ist, desto höher ist der Beeindruckungswert. Also insofern werden wir da jetzt richtig uns in die Eiswüste der Theorie begeben. Was beim Thema Zukunft und Zeit und Kunst natürlich super einfach eigentlich ist, weil viele Texte in diesem Bereich sind wirklich unverständlich. Und es könnte sein, dass es ja auch ein Thema ist, was wir im Alltag oder in unserer eigenen Existenz versuchen eher zu verrätseln oder nicht so wirklich ernst zu nehmen, weil die Zeitlichkeit menschlicher Existenz ist ja das Fieseste, was es eigentlich gibt. Und damit komme ich auf die Arbeit, die Sie jetzt alle gerade gesehen haben, Sigrid, zu sprechen. Sie kennen alle Karin Sander als Konzeptkünstlerin, mit sehr kühlen, mit sehr distanzierten Arbeiten. Und ich fand damals, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, in Winterthur, eine ungewöhnlich, na, ich möchte sagen, eine ungewöhnlich persönliche Arbeit. Ist das richtig? Ja, das kann man schon so sagen. Es ist ja, also zuerst kann man mal sagen, es gab es nur den ersten Teil. Ich habe diesen Pathé-Film gefunden und fand das sehr, ein unglaublich tolles Bild. Ich habe ihn so geschnitten, dass immer wieder das Bällchen fliegt und diese Flecken, die Patina der Zeit über das Bild drüber gehen. Und habe dann erst später diese Person wieder ausfindig gemacht, dass sie ist jetzt im Altersheim in Stuttgart und ist dement und verschiedene Krankheiten, ist über 90 und habe mir dann überlegt, wie kann ich die Zeit von jetzt dem gegenüberstellen. Zuerst habe ich sie als Ganzes gefilmt, es war mir aber zu viel Information, zu intim, zu viel und dann waren nur diese Hände, die diesen Gymnastikball, der im Altersheim ausgeteilt wird, im Pflegeheim ist sie. Und dieser Ball, den habe ich ihr mitgebracht. Und mit dem hat sie sofort angefangen, den zu bewegen in ihren Händen. Und damit war wie so ein ganzer Lebensbogen gespannt. Und ich muss sagen, ich selber war auch unglaublich berührt von dieser Begegnung. Wenn man in so ein Pflegeheim geht, sind natürlich ganz viele Menschen so in diesem Zustand. Und wie viel Bewegung ist noch möglich, wie viel können sie noch tun und wie viel wird auch noch aktiviert. Und ja, so war wie ein ganzes Leben eigentlich abgebildet, in rückwärts, vorwärts, also ein Rückblick sozusagen. Zu diesem Moment 1930, wo das Kind 2 oder 3 Jahre alt war. Also ich finde die Arbeit deswegen so, also mich berührt die, weil man ja, wenn man noch jünger ist, die falsche Theorie hat, dass alte Menschen sind und jüngere Menschen und Mittelalte. Aber dass das ein Kontinuum ist und dass aus jungen Menschen alte werden und dass es keine Daseinsform an sich ist, das erschließt sich sozusagen mit einem gewissen Schrecken, wenn man selber älter wird. Und ich finde das an dieser Arbeit so wahnsinnig interessant, dass es eben tatsächlich das Einzige, was diese beiden Personen verbindet, die kleine Sigrid und die alte Sigrid, ist die Zeit, die dazwischen ist. Ja, es gibt bei Günter Anders, der ja nun in Wien eigentlich Hausheiliger sein müsste,
Bei Günter Anders gibt es in einem Stück, das heißt Besuch im Hades, eine völlig irre Stelle, wo er mit seiner jüngeren amerikanischen Frau in Breslau ist und vor seinem Geburtshaus steht. Und das Geburtshaus steht aber nicht mehr da. Das ist weg, ausgebombt im Krieg oder wie, ist jedenfalls eine Baulücke. Und dann sagt er seiner Frau, da oben bin ich geboren. Und habe das erste Mal in die Welt gekriegt mit diesem Mund und habe mit diesen Händen gezeigt. So, und das sagt der als alter Mann. Und verweist auf etwas, was gar nicht mehr da ist, räumlich und biologisch auch nicht. Wir sind ja schon x-mal ausgetauscht, sozusagen, ehrlich. Und das ist ja was völlig Verrücktes, das glaube ich, man sich außerhalb jetzt einer solchen Arbeit oder einer Ausstellung, die sich explizit mit Zeit, Zukunft und Vergangenheit beschäftigt, kaum sich jemals zumutet, wirklich darüber nachzudenken, oder? Ist das ein Alterswerk von Sander? Ja, er guckt plötzlich in diese Richtung. Vorher hat er solche Selbstverständlichkeit mit allem, was man benutzt, tut, macht, man hat unglaublich viele Ideen, wenn der Tag lang ist, macht immer wieder eine Selektion aus verschiedenen Sachen, wo man weiter will, aber man denkt eigentlich überhaupt nicht an diesen Moment und keiner weiß auch, wie der aussehen wird. Und das ist schon sehr, also das hat mich dann schon auch so überwältigt, dass man dazu auch, wo wir ja alles immer versuchen zu kontrollieren, hier wissen wir gar nicht, wie wir das bewerkstelligen. Aber es könnte ja ein Konzept sein. Wo wollen wir hin? Wie wollen wir im Alter leben? Da gibt es ganz viele Ideen, aber eigentlich beschäftigen wir uns damit gar nicht. Und das war dann schon ein Moment. Und ich habe dann natürlich über Sigrid auch noch sehr viel erfahren, dass sie jemand war, die absolut, sie war Goldschmiedin, sie hat Kunstschriften gemacht. Also sie hat eigentlich ihr Leben total beherrscht. Also und jedes Detail hatte sie einen solchen Perfektionismus. Und wie der plötzlich aufgegeben werden muss in etwas ganz anderes und plötzlich eine solche Ruhe verbreitet. Als würde man diese Perfektion aufgeben in etwas ganz anderes, als hätte es dann noch eine ganz andere Ebene von Wert. Ja, du kannst gerne weiterreden. Und also Sie werden sich jetzt eben bei der Führung von Daniel Zinke wahrscheinlich auch gefragt haben oder assoziiert haben, wo der innere Zusammenhang zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Arbeiten ist. Und das hat natürlich tatsächlich was damit zu tun, dass auch auf der theoretischen Ebene, hier harte Bank der Theorie, natürlich Zukunft das Unbestimmteste ist, was es überhaupt gibt. Ja? Das Einzige, was wir über die Zukunft wissen, ist, dass sie aus der menschlichen Perspektive tatsächlich endlich ist. Und was anderes wissen wir überhaupt nicht darüber. Und in modernen Gesellschaften ist es ja so, dass sich diese Gesellschaften gewissermaßen, könnte man fast sagen, weil sie kein Konzept von Endlichkeit haben, pausenlos sozusagen dynamisch versuchen, nach vorne zu werfen. Aber eigentlich keine Idee, deshalb ist das hier von Realities United so interessant, keine Idee einer Verabschiedung, kein Konzept von Aufhören haben. Das ist ja was ganz Irres. Ja? Und deshalb haben wir für diese Ausstellung diese disparaten Arbeiten versucht zusammenzustellen, weil natürlich dieser Raum des Zukünftigen inspiriert, wie das ja vorhin auch von Dana gesagt worden ist, durch diese doch eher frustrierenden Interviews mit den jungen Leuten, dass man diesen Zukunftsraum überhaupt erstmal umkreisen muss und ihn versuchen wirklich auch mal irgendwie in den Fokus zu nehmen, anstatt dauernd zu vermeiden, eigentlich über Zukunft nachzudenken. Und ich glaube, ein großes Problem unserer Gegenwartsgesellschaft ist, dass Zukünftigkeit wirklich abhanden gekommen ist. Wir sind ein Typus von Gesellschaft, wenn man an die Nachkriegszeit denkt, 1950er, 1960er Jahre,
1970er Jahre, Aufbruch ins All, Mondlandung, Walt Disney, Werner von Braun, John F. Kennedy. Also so, ja, das wirft sich alles nach vorne. Und Zukunft ist etwas als Versprechen. Und wenn Sie 2019 angucken, dann ist von diesem Versprechen irgendwie gar nichts da. Also da gibt es dann höchstens solche Schwundstufen wie Elon Musk oder sowas oder Jeff Bezos von Amazon. Aber die Fantasien, die die haben, sind ja lustigerweise die gleichen wie in den 1950er Jahren. Da muss jetzt das Weltall erschlossen werden und da müssen Menschen in rohrpostartigen Dingen durch die Welt geschossen werden, damit sie irgendwie schneller da sind, wo eh keinen Grund gibt, dass sie da hinwollen. Und es ist so ganz interessant, dass ausgerechnet in unserem so zukunftsangewiesenen Gesellschaftssystem Zukunft irgendwie weg ist. Und wenn wir an die ökologische Thematik denken, dann kommt das Strafverschärfen noch dazu, dass Zukunft auf alle Fälle als etwas vorgestellt wird, was schlechter ist als die Gegenwart. Das heißt, das, was wir eigentlich brauchen, auch als etwas, was gesellschaftlichen Zusammenhalt im Sinne als etwas, wo will man hin, stiften könnte, ist einfach weg. Zukunft ist etwas zu Vermeidendes geworden und nicht mehr etwas, wo man hin will. Und das finde ich irgendwie, das versuchten wir in dieser Zusammenstellung, dieser Ausstellung irgendwie zu paraphrasieren oder zu ventilieren. Und jetzt habe ich keine Frage an dich, jetzt sagst du einfach so irgendwas. Ja, das ist, damit beschäftigt ihr euch ja auch mit der Stiftung Foto 2, Fragen zu stellen und beziehungsweise auch Modelle zu kreieren. Also hier ist es jetzt in Bilder gefasst, diese Ausstellung, und der Hintergrund sind ja diese Möglichkeiten, was können wir tun, und damit kommt natürlich auch diese so eine Jugendbewegung dazu, die jetzt anfangen zu sagen, nein, stopp, so nicht mehr, wir müssen eigentlich andere Ideen entwickeln die gar nicht unbedingt nur heißen, dass man nicht mehr alles so toll ausgeben kann wie bisher, dass man muss sich gar nicht unbedingt nur verkleinern, sondern wie können wir Modelle erfinden oder finden, die genauso kreativ sein können, genauso Bilder schaffen, genauso Lebenslust verbreiten, aber eben nicht mit den Ressourcen so umzugehen wie bisher, dass man Möglichkeiten findet, darauf, also wie im ersten Raum in der Ausstellung eben mit dem Plastik, was können wir anders machen, wo können wir andere Bilder dafür schaffen. Und die Kunst geht dann natürlich Wege, das zu übersetzen, auch mit einem zwinkernden Auge oder Dramatik oder die Bilder zu übersetzen, wie Regina Schmeden. Aber es geht natürlich auch immer darum, was kann das konkret sein? Und das wundert einen, dass wir da eigentlich bis jetzt so wenig nach vorne gebracht haben oder das sehr lange diskutieren, aber die Umsetzung eigentlich immer dann doch auf der Strecke bleibt. Wenn man sich überlegt, dass United 20 Jahre gebraucht hat, dass dieses Flussbad Realität werden kann, aber sie sind dran geblieben. Und wenn wir das so umrechnen, wenn wir für jede Idee so lange brauchen, aber immerhin sind Ideen da. Also man muss vielleicht nur dranbleiben. Also das sind so ein paar Gedanken, die mir dazu einfallen. Naja, im Grunde genommen ist es ja auch so, dass Kunst da also wirklich hilfreich ist. Weil wenn Kunst gut ist, dann hat sie ja die Eigenschaft, Wirklichkeit zu perforieren. Also für mich interessiert deswegen Kunst sowohl als erkenntnistheoretisches Verfahren als auch als Vorführung von etwas ganz anderem. Das heißt, die Wirklichkeitsbehauptung, die jede Gegenwartsgesellschaft über sich macht, wird ja perforiert durch gute Kunst. Ja, es gibt auch Kunst, die ist affirmativ, die unterstützt diese Wirklichkeitsbehauptung, aber es gibt halt auch Kunst, die das perforiert. Und
Und wir brauchen ja, und Future 2 ist eigentlich auch so eine Agentur der Perforierung, glaube ich. Sage ich heute zum ersten Mal, aber gefällt mir ganz gut. Weil wir brauchen ja dieses Aufsprengen von so kleinen Rissen in diese Benutzeroberfläche und in diese Wirklichkeitsbauten. Man muss so Ritzen da reinmachen, wo man durchgucken kann, ja, und dass das man dann sieht, könnte attraktiv sein, sodass man Lust hat, diese Ritze zu vergrößern. Ja, und dann eigentlich vielleicht wieder, das ist auch schön, wie hier das Licht jetzt auf meiner Hand fällt, sozusagen da neue Räume aufmachen kann. Und das Bedrohliche und Attraktive an Zukünftigkeit zugleich ist ja, dass man leider nicht weiß, wie sie so wird. Ja? Und insofern ist ja das sich Begeben in Zukunft eigentlich der Moment auch von Verantwortlichkeit. Das nimmt einem ja keiner ab. Ja? Es gibt zwar sogenannte Zukunftsforschung, wo dann irgendwie Megatrends und sonst was entwickelt werden, aber Zukunft ist ganz sicher nicht der einzige Bereich, den man nicht erforschen kann. Einfach weil sie nicht da ist. Zukunft ist etwas, was man nur gestalten kann. Und damit sind ja eigentlich alle diejenigen, die sich Zukunft zumuten, in eine Rolle der Verantwortlichkeit geworfen. Ja? Die wird nämlich nur so, wie man sie macht, diese Zukunft. Und das finde ich eigentlich ein sehr, also jetzt bei allen apokalyptischen Vorstellungen, die gegenwärtig unsere Debatten ja auch bestimmen, also Klimawandel, Erderhitzung, Artensterben, alle diese Sachen, die machen ja sozusagen so einen Vorhang vor alles. Ja? So irgendwie so eine merkwürdige gedankliche Bewegung, das wird alles nichts und das ist nicht besonders förderlich dafür, tatsächlich sich diese Verantwortung auch zuzumuten und zu sagen, naja, kann ja sein, dass es scheiße wird, aber vielleicht wird es nicht scheiße, wenn ich jetzt das tue. Also sozusagen den Rückverweis auf die Verantwortlichkeit der Einzelnen. Und es könnte ja sogar sein, ich halte ja gar nichts von politischer Kunst, aber dass hier ein Moment von Kunst als etwas Politischem eigentlich auch wieder zurückkommt, oder? Oder da drin steht. Ja, das, so wie man die Zukunft nicht voraus planen kann, sind wir Künstler eigentlich auch meistens so, zumindest arbeite ich so, dass ich da meist auch nicht weiß, wie die nächste Arbeit aussehen wird. Aber es sind verschiedene Komponenten, die wir immer beobachten und die wir mit in die Arbeit reinnehmen. Und plötzlich dreht sich das in eine Richtung, dass wir Bilder schaffen, die man so gar nicht erklären kann. Und die nehmen natürlich solche Beobachtungen bewusst oder unbewusst auf. Und diese Situation mit der Zukunft, die sich vorstellen zu können, ist natürlich auch deswegen schwierig, weil wir das Gefühl haben, immer unter sehr vielen gleichzeitig zu sein. Wir sind immer so viel, sodass man auch gleichzeitig so ein Gefühl hat, ja, wenn ich jetzt das so mache, dann hat das ja sowieso gar keinen Sinn. Und diese Verantwortung aber gemeinsam zu haben, ist irgendwie was, wo man ein Bewusstsein erstmal dafür entwickeln muss. Oder wie siehst du, wie würdest du das erklären? Also wir machen was gemeinsam und es sind so wahnsinnig viele Menschen alle. Man hat auch das Gefühl, dass viele Menschen genau das Gleiche wollen und dadurch hat man schon gleich das Gefühl, man müsste eigentlich was anderes wollen und wenn man so extrem sein möchte, dann ist es, wenn alle extrem sind, dann gibt es eigentlich auch wieder das, warum kann man nicht auch ganz normal sein und so wechselt unsere gemeinsame Vorstellung, wo wir hinwollen, an welchen Strang wir gleichzeitig ziehen, eigentlich gibt es dafür kein wirkliches Bild. Naja, das ist halt dialektisch oder paradoxal, oder wie man das immer beschreiben will. Aber das Lustige ist ja eigentlich, dass in unsere Form von Gegenwartsgesellschaft ist ja unter anderem deswegen zukunftslos, weil alles schon in unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung enden soll. Ja, wir leben in einer Hyperkonsumgesellschaft, die Spanne zwischen Bedürfnis und Befriedigung
schwindet gegen Null. Das ist ja die eigentliche Amazon-Utopie. Ja, sie kriegen schon die Befriedigung, bevor sie das Bedürfnis überhaupt richtig gehabt haben. Schon steht der Amazon-Mann vor der Tür und sagt, hier hast du das. Und das ist natürlich etwas, was systematisch Zukunft völlig aus dem Leben rausnimmt. Ja, weil das ist sozusagen das ewige Jetzt. Und bei Freud heißt es ja, Triebverzicht ist die Liga aller Kultur. Ja, und da ist ja nun jenseits des etwas drückenden Gedankens ist ja viel drin. Weil Menschen sind ja Kulturwesen nur deswegen, weil sie die Fähigkeit gehabt haben, unmittelbare Bedürfnisbefriedigung aufzuschieben, um irgendwas zu bauen, was irgendwie länger hält oder ihnen irgendein Obdach gibt oder sowas. Und das, finde ich, ist eigentlich, vielleicht ist das viel schlimmer als die Klimakrise. Ja? Wenn man sich das mal überlegt, was sozusagen das Verschließen von Möglichkeitsräumen angeht, da haben wir auf der einen Seite naturale Phänomene, die brutal sind, die uns irgendwas wegzunehmen drohen. Und auf der anderen Seite gibt es das Abgeben von Handlungsmöglichkeiten zugunsten dieses hier, nimm es, du darfst, oder Hauptsache, wie heißt das bei der Postbank, unterm Strich zähle ich und sowas, und hier hast du es sofort, hier kriegst du es, ja, same hour delivery und so. Und das ist ja vielleicht sozusagen hinsichtlich der freiwilligen Abgabe von Handlungsmöglichkeiten der noch viel spektakulärere Punkt. Ja, dass alles, fast alles sozusagen monetarisiert wird an Gefühlen, an Beziehungen, an so, und dass eigentlich das Bedürfnis gar kein Bedürfnis mehr bleiben darf. Da soll gar kein offener Raum des Wünschens, Hoffens, Träumens mehr da bleiben. Du kriegst es sofort. Kaum geträumt, schon ist es da. Und das finde ich eigentlich ein, ja, vielleicht sollte man viel mehr darüber sprechen als über den Klimawandel. Ja, dass wenn etwas fehlt oder wenn ein Mangel da ist, kommt sofort eine Unzufriedenheit vielleicht auf, die aber gut wäre, die eine unglaubliche Motivation für etwas wäre. Und wenn man die ausschaltet, dass immer gleich wieder was da ist oder man mit was anderem befriedigt wird, wir kennen das nicht mehr. Wir kennen eigentlich den Mangel gar nicht mehr. Und Das ist eigentlich was ganz Eigenartiges. Und vor allem ist es ja noch von der politischen Seite her so, dass wir jetzt, wenn man dieses komische Wir überhaupt verwenden kann, in den reichen Gesellschaften nur deswegen den Mangel nicht kennen, weil wir Mangel andernorts produzieren. Genau. Ich hab neulich in der Frankfurter Allgemeinen im Wirtschaftsteil eine Überschrift gelesen, über die ich total lange nachgedacht habe. Und die Überschrift lautete, Deutschland droht Mangel an Bananen. Und das ist ja eine coole Überschrift, oder? So, dass man jetzt eine Story daraus konstruieren könnte, die deutschen Landwirte haben versagt, ja, der ist irgendwie, haben den Schädling nicht richtig bekämpft oder so, bis man mal drauf kommt, Moment, die kommen ja ganz woanders her. Aber dieses Selbst- und Weltverhältnis, was sich in Deutschland droht, Mangel an Bananen ausdrückt, formuliert ja sozusagen unsere Existenzform. Das ist ja was völlig Verrücktes. Und jetzt hätte man wieder genau diese Doppelbewegung, wenn man Mangel als etwas auch beschreiben könnte, was Kreativität, Träumen, Zukunftsfähigkeit als Produktivkraft überhaupt erstmal hervorbringt. Und wir vermeiden sozusagen jede Form von Mangel, indem wir rücksichtslos über Mangelsituationen in anderen Teilen der Welt einfach hinweggehen und sagen, das ist ja für uns da. Schön finde ich übrigens auch immer, bin da mal bei dem Buch Selbstdenken drauf gestoßen, dass ich als Kind mit Freunden ein Brettspiel gespielt habe, das hieß Öl für uns alle. Kennt das jemand noch von den Älteren unter uns? Entschuldigung. Öl für uns alle. Ein irres Spiel, wir haben das auch mit großer Passion gespielt, weil es wirklich spannend ist, aber das ist eine Spielanordnung, die spielt halt im Nahen Osten
Und da kann man so Fördertürme hin und andere wieder bekämpfen und so weiter und so weiter. Und dieses Spiel wurde ursprünglich mal von BP als Werbegabe gemacht, war aber so erfolgreich, dass Ravensburger als Spieleverlag das dann gemacht hat. Und dann haben Kinder meiner Generation ihre Zeit damit verbracht, Öl für uns alle zu spielen. Sozusagen die Metaphorik, wieso ist unser Öl unter deren Sand? Ja, das ist ja dasselbe wie mit den Bananen. Ja? Also das steht uns sozusagen alles zu. Und wir kommen jetzt auf eine merkwürdige Art und Weise in einen Zustand so hinein, wo das aber auch sich gar nicht mehr richtig in Glück oder sowas umsetzt. Ja? Eine verrückte Geschichte eigentlich, da passiert. Es ist fast wie so eine Tragödie. Ja, und nicht nur, dass die Bananen fehlen, sondern da kommt dann gleich dazu, dass die Bananen eine bestimmte Größe haben müssen, sonst können wir sie sowieso nicht brauchen. Und damit werden immer bestimmte Vorgaben gemacht, was wir brauchen sollen und wollen sollen. Damit ist eigentlich jede Art der Fantasie unterbrochen. Also wir fragen uns auch gar nicht mehr, wozu eigentlich? Was ist denn, wenn das nicht so ist? Und das ist eben für mich in der Kunst ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, den so zu hinterfragen, dass man auf andere Lösungen kommt und dafür eine Übersetzung auch findet, die nonverbale Vorschläge macht, die Bilder in den Raum stellt und diese Reflexion wieder anleitet oder anzündet. Hat jemand von Ihnen Fragen, Kommentare, Gedanken, Assoziationen? Bitte schön. Geht vielleicht auch so. Ja. Mir fällt auf, dass Sie Nein, besser doch. Schau, die anderen hören so. Oh, Achtung, Vorsicht. Also mir ist aufgefallen, dass Sie jetzt hauptsächlich von diesem materiellen Mangel gesprochen haben. Also ich glaube, wir haben einen anderen Mangel, der viel, viel größer ist, also an Beziehungen oder an Gemeinschaft oder an Empathie für andere. Ja? Also ich finde, solange wir nur darüber nachdenken, wie wir unseren materiellen Mangel an uns gestalten, wird uns das nicht viel weiterbringen. Okay, andere? Wenn ich richtig gefolgt bin, es fehlen mir zwei Begriffe. Das eine ist der Optimismus, der meinen Befürworter auch vielleicht heute hier etwas zu kurz gekommen ist, und im Optimismus die Nötigkeit von Humor und Heiterkeit, die mir auch etwas abgegangen ist, weil eine Jugend, die heranwachsen soll, im Kinder- und Jugendpsychiater, eine Jugend, die heranwachsen soll, soll nicht immer nur unter dem Druck letztlich, was wird vielleicht geschehen, sondern nehmen wir es und freuen wir uns und versuchen wir aus vielen, auch mit Humor, etwas Besseres zu machen. Völlig, also stimme ich absolut zu. Das ist jetzt auch, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass wir so arg pessimistisch sind, sondern dass wir ja nach solchen Einsprengseln in der Wirklichkeit suchen. Und die können ja auch sehr komisch sein, die können ja auch sehr witzig sein. Aber wenn Sie das so empfunden haben, dann nehme ich das jetzt ganz dankbar auf, weil jetzt mal, ich bin ja kein Künstler, sondern komme eigentlich ursprünglich aus der Wissenschaft. Und tatsächlich ist es ja auch so, so ist auch dieses Zukunftsbilderprojekt von der Idee her entstanden, dass wir natürlich einen enormen Mangel an positiven Zukunftsbildern haben. Das traut sich auch niemand. Ja? Wir haben zum Beispiel beim Fischer Verlag eine Buchreihe gemacht, die heißt Entwürfe für eine Welt mit Zukunft. Und haben Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Disziplinen gefragt, mach doch mal einen Entwurf, wie soll der Laden denn im Jahr 2030 oder 2050 aussehen? Traut sich keiner. Die kommen dann mit irgendwelchen verschimmelten Geschichten, wenn, dann und so weiter und so weiter. Aber
Hypothese ist immer, Zukunft ist jetzt was ganz doll Schwieriges. Der einzige übrigens, der ein wirkliches utopisches Buch zusammen mit einem Kollegen geschrieben hat, ist nun Friedrich von Borries, in dessen Übungsraum wir uns hier gerade befinden, nämlich über die Zukunft. Die haben sich getraut zu fantasieren, also sozusagen wissenschaftsbasiert zu fantasieren, wie kann das aussehen? Und siehe da, wenn man dieses Buch liest, ist es total interessant. Und da denkt man, ja, da möchte man vielleicht lieber sein. Ja? Übrigens wäre auch in Ihrem Sinne, es fängt mit einem Comic an, ja? Wo erstmal eine Situation auf so eine Art und Weise entwickelt wird. Und wir haben natürlich, auch da stimme ich Ihnen total zu, in der ganzen Nachhaltigkeitskommunikation und so überhaupt nichts Witziges. Die sind vollkommen spaßfrei, alle diese Akteure. Und wenn man da noch Witze macht, dann ist es also auch, dann nimmt man es nicht mal ernst oder sowas. Ja? Und insofern stimme ich Ihnen total zu. Man muss sich da auch viel mehr gestatten. Und für mich gehört das natürlich auch dazu, dass man diese Risse erweitert. Ja? Und das kann man natürlich nicht im Modus der absoluten Sachlichkeit und am besten noch der vollkommenen Betroffenheit, ja, wie es das alles schrecklich ist. Und übrigens als Anekdote dazu, wir machen ja auch Computer 2 aus einer Zeitschrift, Taz Computer 2 in Kooperation mit der Zeit zusammen, und da gab es neulich eine Diskussion, und da hat unser Chefredakteur, war eine Diskussion mit Luisa Neubauer, einer dieser jungen Klimaaktivistinnen, und da hat er, unser Chefredakteur, weil es ihn interessierte, sie gefragt, hat Greta Thunberg eigentlich Humor? Ist ja eine tolle Frage. Ja, also wenn man sie persönlich nicht kennt, ist es für mich eine naheliegende Frage. Was ist denn daraufhin passiert? Es ist seine Entlassung gefordert worden, ja. Weil das sei ja eine Unverschämtheit, so eine Frage zu stellen, und sei ja diffamierend in Bezug auf Greta Thunberg und so. Und er ist wirklich in aller naiven Interesse. Mich würde es auch interessieren, ob sie Humor hat oder nicht. Und natürlich hat er die Frage auch deswegen gestellt, weil er sich nicht vorstellen kann, dass eine soziale Bewegung, die ja jetzt irre erfolgreich ist, auf Dauer erfolgreich sein kann ohne Witz. Ja, wir erinnern uns an Teile der 68er-Bewegung, ja, die ja zum Teil dann performativ wurden und sehr, sehr komisch wurden. Und wir erinnern uns an den anderen Teil der K-Gruppen, Hyperorthodoxen, die überhaupt keinen Spaß mehr verstanden haben. Ja. Und dass die Welt nicht in diese Richtung gegangen ist, hat möglicherweise was damit zu tun, dass die Spaßfraktion nicht völlig unwichtig geworden ist. Also insofern danke für den Hinweis. So, gibt's bei dem Flussbad, bei dem Flussbad gibt es natürlich schon auch eine gewisse Komik, und das hat eigentlich, ist oft bei unter Kunst auch so, man steigt ein in das Bad und schwimmt bis vor das Museum, wo auch im Regierungsviertel steigt man dann mit seiner Badehose wieder aus. Also das ergibt ein Bild in der Stadt, das ein völlig anderes ist, wie man es gewohnt ist. Und solche Verschiebungen geht es eigentlich. Und das spielt eigentlich genau bei solchen Bildern der Humor oder der Witz eine ganz große Rolle. Ich möchte das auch nochmal ergänzen, weil dann kann man auch die Fortsetzung des Witzes am Beispiel Flussbad sehr gut beschreiben. Ich bin da seit vielen Jahren im Beirat und wir versuchen, das Ding ja in die Wirklichkeit zu übersetzen. Und das ist natürlich, also wir sprechen über die Weltbedeutungsachse, ja? Zentrum des preußischen Berlins mit allen Schikanen, ja? Und hat dann mit den ganzen sozusagen Hochkunstverwaltern und Kuratoren und sonst was zu tun. Und für die ist es der absolute Wahnsinn, ja? Dass da jemand in einer Badehose auftauchen könnte, ja? Oder mit einem feuchten Handtuch ins Museum unterm Arm geht oder so. Und da merkt man ja auch, wo eigentlich die Sprengkraft drin liegt. Das ist ja an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. So ein Flussbad, ja, gab es ja früher auch. Und in Wien gibt es ja Gott sei Dank auch ein Flussbad. Aber in Berlin nicht, weil man die Kanalisation falsch gebaut hat. Das ist ja der ganze Grund. Weiß kein Mensch. Ja? Aber man kann das wieder machen. Und die Prozesse, die jetzt quasi dadurch ausgelöst werden, die sind ja wahnsinnig interessant. Und die machen haben selber was zum Teil urkomisches. Und die Realities United, die andere Arbeit, die wir hier zeigen, die hat ja auch im Grunde genommen dieses absolut
ist ja fast wie ein billiger Witz, dass da jetzt Rauchkringeln aus dem Kühlschrank kommen. Da wird ja auch nochmal was angespielt. Aber ja, wollte ich mal ergänzen ja, dazu. Bitte. Mir hat es gut gefallen, die Gedanken mit der Zukunft. Wir haben es nicht gewusst, dass die Zukunft so eine Bedeutung verloren hat. Aber ich kann mich erinnern, dass es heißt, langsamer, wir sind zu schnell. Wir wollen erst am Ziel sein, wir wollen nicht wohin, wir wollen jetzt erst dort sein. Und das war schon der Aufruf, bitte sich zu entschleunigen. Lebst doch in der Gegenwart, du verpasst das Leben, wenn du immer nur in der Zukunft hinterherrennst. Bleibst doch stehen und denkst, was ist jetzt? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, der Gedanke, was ist jetzt, weil wir leben ja jetzt. Und wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen, dann verpassen wir das jetzt. Das ist doch, glaube ich, das Wichtigere. Und wenn wir Jugendlichen vielleicht weniger Humor haben, ich glaube einfach, dass es für die einfach eine Lust ist. Alle diese Bilder, die ihnen jetzt vorgegeben haben, ja, Klimaerwärmung und alles ist so schlecht, Jobs sind weg und sie haben auch kein positives Bild, denen ist einfach nicht zumute zu wissen. Und es ist auch nicht leicht, glaube ich, darüber Witze zu machen, weil es wirklich ans Ende machen geht. Ich finde diese Frage, hat sie Humor, finde ich extrem interessant. Es ist irrelevant, ob sie Humor hat oder nicht. Ich glaube, was sie vorhat, ist einfach nicht. Wie sie persönlich ist, sollte uns eigentlich egal sein. Sie sollte auf den Inhalt ihrer Forderungen denken und nicht, ob sie Humor hat oder nicht. Aber ich glaube, dass natürlich Humor macht viel leichter. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht in dem Alter. Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Witze, die wir als Kind immer ständig gemacht haben, Telefonwitze, das gibt es nicht mehr. Ja, das gibt es, ich kann es beruhigen. Ich kann es beruhigen, auch diese Generation hat Witze und sie hat auch Humor. Also deshalb ist die Frage von Peter Thunberg auch nicht unberechtigt. Und das darf man jetzt auch nicht verwechseln, dass ihr Anliegen ist von Fridays for Future, Politik unter Druck zu setzen, ein sehr, sehr ernstes und notwendiges Anliegen ist. Aber wenn Sie auf die Demonstrationen gehen und sich die Plakate angucken, dann sehen Sie schon, dass da sehr viel Spaß und Humor dabei ist. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass eine soziale Bewegung eine emotionale Bewegung ist. Da muss was anderes dabei sein, das Empfinden von. Ich habe mir immer gedacht, ich bin ja so ein bisschen neidisch, weil ich wäre jetzt auch gern 17 eigentlich. Ja, weil das Gefühl zum Beispiel muss wahnsinnig intensiv sein, wenn man sich in eine Straßenbahn setzt und zur Demonstration fährt. In Berlin sind die im Invalidenpark immer. Und dann weiß, genau das machen jetzt überall die in meinem Alter auch. Am besten weltweit. Ja? Aber reicht ja sozusagen in unserem Sprachbereich oder so. Und das ist ja ein sehr, sehr starkes Gefühl. Man ist jetzt an etwas gemeinsam. Und da ist ja eine Komponente drin, die geht weit über die Bekämpfung des Klimawandels hinaus. Das darf man ja auch nicht verwechseln. Und ehrlich gesagt, fände ich das auch total schade, wenn es nicht dieses Nicht-Funktionale dabei gäbe. Also ich habe gegen keine Schülerin was einzuwenden, die da nur deswegen hingeht, weil es irgendwie super ist. Ja? Weil die Politisierung kommt dann immer danach. Durch diese Erfahrung des gelebten anderen, die muss gar nicht vorher da sein. Ich war auch, meine politische Sozialisation ist Anti-Atomkraft. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie Atomkraftwerk funktioniert. Das ist ja auch nicht der Punkt gewesen, sondern man war irgendwie gegen etwas, weil es cool war, gegen etwas zu sein. Und damit macht man dann Erfahrung. Bitte schön. Ja, ich frage mich, ob diese Aussagen, von denen das so wenig Zukunftsvisionen gibt, ob das nicht eine ganz bestimmte Perspektive ist, die Sie da aufzeigen. Denn ich zum Beispiel komme aus der Zukunft. Also ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Zukunft. Alle Menschen, die ich kenne, beschäftigen sich mit Zukunft. Ich nutze Technik, ja. Wenn Sie sich überlegen, was heute passiert, komplett neue Materialien, also eine Innovation rund um Stoffe, dass unsere Körper zum Beispiel selber Energie erzeugen können, neue Formen des Bauens, Wiederentdecken alter Baustoffe, neue Formen der landwirtschaftlichen Bearbeitung, sowohl mit Drohnen als auch Bio, Stromerzeugung aus Meereswellen. Es ist nicht nur irgendwelche Elon Musk-Geschichten. Also Sie haben eine
Projekten hier und jetzt, und zwar überall auf der Welt. Und im Prinzip muss man sich als Einzelner nur in diese Branchen, Welten hineinbegeben. Da kann man unheimlich viel machen. Und das, ich wollte das jetzt einfach mal so Ihnen entgegenhalten und möchte gerne wissen, wie Sie denn dazu stehen und wie Sie Ihre eigene Position denn da dann einordnen. Ich würde die, wenn ich gleich antworten darf, ich würde die genau dort einordnen, dass das, was Sie beschreiben, im Bereich der Technikwissenschaften und Naturwissenschaften absolut der Fall ist. Im Bereich derjenigen, die eigentlich für Gesellschaft zuständig sind, also Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften und sowas, herrscht der blanke Pessimismus. Ja? Also das ist nicht verkoppelt miteinander. Das ist das Verrückte an der Geschichte. Deshalb finde ich es auch total wichtig, dass Sie das nochmal eingebracht haben. Das koppelt sich nicht. Ja? Das sind losgelöste Diskurse. Und das ist natürlich ein großes Defizit von Seiten der anderen Disziplinen. Das gilt übrigens für die Klimawissenschaft genauso. Klima ist eine gesellschaftliche Angelegenheit, aber die Naturwissenschaftler werden damit alleine gelassen. Ja? Deshalb kommen die auch nicht weiter, als immer zu warnen und zu mahnen. Ja? Es betrifft ja nicht, ob das Klima wärmer oder kälter wird, ist dem Klima ja total egal. Das Einzige, was daran wirklich wichtig ist, es betrifft unsere Überlebensform. Und deshalb ist das in der Zuständigkeit von Menschen, die sich mit Kultur beschäftigen. Das übernimmt aber kaum jemand, diese Zuständigkeit. Das ist dasselbe Phänomen. Ja? Sodass wir im Grunde genommen zwei Zukünfte haben, eine pessimistische von Seiten der Gesellschaftsakteure und eine optimistische von Seiten der Technikakteure. Das ist natürlich totaler Quatsch. Die Dinge müsste man zusammenbringen. Übrigens finde ich das bei solchen Arbeiten wie von Realities United oder Pablo Wende genau diese Dimensionen auch zusammengebracht werden. Ja, mir geht es genauso. Ich finde diese ganzen Innovationen hervorragend toll und wir sind da ja auch immer daran interessiert. Und da gibt es viele Dinge, die bahnbrechend sind, die genau die auch in Zukunft sich weiter und positiv entwickeln werden. Aber es gibt natürlich auch immer bei solchen Erfindungen, bei allen Erfindungen gibt es immer eine positive und eine negative Seite. Also man kann nicht gegen Wein sein, nur weil Leute betrunken sein könnten davon. So gibt es, plötzlich wird Zucker verdammt, weil man davon gesundheitsschädlich und so weiter. Aber trotzdem, es gibt immer eine Erfindung, die was ganz Positives hat und man die benutzt. Und dann kommt es ja ganz stark darauf an, wie man diese Erfindung weiterführt, was man damit weitermacht. Also jede Erfindung ist erstmal, also gedanklich, geistig eine Leistung und toll. Und dann muss man eben damit umgehen lernen auch. Und mit der Fülle der Erfindungen eben auch. Ich würde ganz gerne noch eine Frage hier anschließen. Würden Sie bitte den Diskurs über den Post- und Transhumanismus nicht vergessen, dass Sie zu ordnen? Ja, also ich neige ja zur Pauschalisierung, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben. Und gelegentlich übersehe ich dann das eine oder andere. Ja, klar. Aber ich argumentiere, weil das mein Hintergrund ist, gewissermaßen aus dem Bereich der Nachhaltigkeitsforschung und so. Ja? Und das, was ich beschreibe, an sozusagen sehr dunkel gemalter Zukunft und großer daraus resultierender Verzweiflung, wieso die Menschen sich nicht verändern, das ist eigentlich so der Hintergrund, der mich beschäftigt. Deshalb habe ich auch gerade ein positives Buch geschrieben, was das schwierigste Buch war, was ich je geschrieben habe, weil wir normalerweise wahnsinnig gut darin sind, zu kritisieren, zu analysieren und so weiter. Da gibt es eine große Routine, aber sich zuzumuten, Zukunftsbilder zu machen, die positiv sind, das fand ich schon sehr schwer. Und das ist mein Hintergrund. Und natürlich gibt es auch in den Kulturwissenschaften, in Geisteswissenschaften Auseinandersetzungen mit zeitgenössischen Themen. But for the sake of the argument, pauschalisiere ich gerne.
Sind wir dann jetzt fertig mit der Zukunft? Ja? Ja, Sie sind die Chefin. Wenn es keine Fragen mehr gibt, ja. Thank you.